Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AGA-TV. Unser Thema lautet heute Hochschule und da werdet ihr jetzt gleich noch ein paar Beiträge dazu sehen. Und ja, unter anderem seht ihr gleich noch einen Beitrag zum Kindergarten-Windspiel, aber auch zu Elektrofarm. Das ist so ein Pharmazieunternehmen hier bei uns an der Uni. Das kennen bestimmt noch nicht viele von euch. Ja, dann haben wir auch noch zwei individuelle Beiträge von uns. Das ist zum einen ein Beitrag über die Studienberatung hier bei uns an der Uni und zum anderen ist es noch ein Interview mit einem Philosophen, da ja auch jeder BWLer im fünften Semester Philosophie belegen muss. Und ja, dann noch ein Beitrag Campusführung. Ah ja, genau. Da ja. Den seht ihr dann auch noch. Da aber seht ihr mal alles von unserem Campus, was man so gesehen haben muss und was sinnvoll ist. Genau. Ja, aber jetzt kommen wir erst einmal wieder zu den News, die wieder von Anita und Natascha zusammengeschnitten wurden. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Klausurabmeldung. Wer sich für Klausuren angemeldet hat, aber doch nicht alle schreiben möchte, kann sich noch bis morgen 12 Uhr online bei Viper abmelden. Gründercup. Die KWT bietet vom 17. bis 19. Juli den Gründercup Fitness Center an. Bei diesem Planspiel könnt ihr eure unternehmerischen Fähigkeiten testen, unabhängig von Studienfach oder Semesterzahl. Der Gründercup findet von 9 bis 17 Uhr im Starterzentrum statt. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. Unifilm. Am Dienstag läuft im Audimax um 19 Uhr die Dokumentation über Bob Marley in Originalsprache mit deutschem Untertitel. Karten erhaltet ihr wieder für 2,50 Euro. Weitere Infos findet ihr unter www.asta.uni-saarland/unifilm. Nauwieser Viertelfest. Am letzten Juliwochenende findet das Nauwieser Viertelfest in Saarbrücken statt. Es ist das größte und beliebteste Stadtteilfest im Saarland. 10.000 Besucher werden erwartet. Live-Musik von Künstlern aus ganz Deutschland sowie ein reiches Angebot von Essens- und Getränkeständen versüßen euch den Abend. Das war's von mir und nun zurück ins Studio. So, wir haben jetzt gerade gesehen, das Nauwieser Viertelfest steht wieder an. Gehst du da hin? Ist ja ein ziemlich großes Fest. Bestimmt auch ziemlich lustig. Genau. Oder ist es nicht so dein Ding? Bist du eher also so Stadtfeste und sowas? Ist es nicht dein Ding? Doch, also ich gehe schon gerne auf Stadtfeste. Ja. Aber jetzt auch bei dem guten Wetter muss man ja betonen. Endlich ist der Sommer bei uns eingetrudelt. Hat ja lange genug gedauert. Ja. Aber die Temperaturen sind jetzt auch abends noch schön angenehm. Von daher kann man da ruhig mal ein Bier trinken gehen, oder? Ja, aber das Problem ist, dass nach dieser Vielfest, das liegt irgendwie immer so doof. Das ist immer so kurz vor den Klausuren. Das stimmt allerdings. Und auch dieses Jahr ist es wieder gerade an dem Wochenende, wo ich die Woche drauf dann noch Klausuren schreibe. Ja, die Klausuren, in zwei Wochen fängt die Phase an, ne? Das sind zwei Klausurwochen, wird wieder ziemlich hart. Hast du schon gelernt? Ich habe schon angefangen zu lernen, ja, aber ich schreibe fünf Klausuren ziemlich dicht hintereinander und deswegen, das wird jetzt keine schöne Zeit in den nächsten drei, vier Wochen, bis es dann wieder rum ist. Ja. Aber gut, dann sind ja Semesterferien. Ich kann die Semesterferien nicht so auskosten, weil ich noch meine Seminararbeit schreibe und noch Mathe, Grundlagen, Nachtermin. Ui, aber ich bin schon mal froh, wenn die fünf Klausuren jetzt geschrieben sind. Wie viel musst du noch schreiben? Ich schreibe jetzt noch eine im Haupttermin und noch im Nachtermin eine und dann. Dann kannst du ja aber aufs Nauwieser Viertelfest gehen. Ja, ich kann eigentlich hingehen, da hast du recht. Da hast du ja Glück gehabt, ne? Ja. Was wir auch gesehen haben, Gründercup. Ich habe daran teilgenommen, da bekommen wir drei Punkte dafür. Jeder BWLer braucht Schlüsselkompetenzen, zwei Stück. Ne? Also hier im Lehrstuhl kann man auch Self-Assessment Center heißt das, kann man auch noch so Teammanagement. Genau, Teammanagement habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe nur Assessment Center gemacht und auch den Gründercup. Aber das andere ist Teamentwicklung, also Teambuilding, da geht man zum Schluss zum Beispiel in den Wald, in den Kegel, fand ich ganz, das war wirklich lustig und erledigt eben so Sachen im Team. Also ich fand das wirklich sehr interessant. Aber Gründercup ist auch cool, wirklich, sollte jeder schon teilnehmen. Ja. Geht drei Tage lang, von morgens 9 bis mittags 16 Uhr. Freitags hören die meisten schon früher. Und zwar, glaube ich, haben wir
gehört, ja. Ja, das stimmt. Also je nach, kommt auch immer drauf an, wie groß die Gruppe ist, welches Thema es ist. Ja. Aber ist auf jeden Fall interessant und überhaupt mal zu sehen, wie man so ein Unternehmen gründet. Genau. Finde ich auf jeden Fall interessant. So, jetzt kommen wir aber zu unseren Kindern, wie immer. Könnt ihr einen Gutschein von Bockenberg gewinnen? Mehr für 5 Euro, sogar 2. Ihr müsst aber das Wort erraten, dass ihr im folgenden Beitrag eben, was die Kinder euch erklären wollen. Wenn ihr es denn wisst, dann schreibt eine Mail an auf unsere Facebook-Seite und ja, dann guckt euch das mal an. Hier hat eine Krone. Und ein schönes bisschen Kleid. Ein Mantel. Ich hätte gern viel Geld. Und ein Schloss. Und sie immer. Ganzen Tag macht sie lieber Fleisch tot oder Milch. In ein Schloss. Da sind wir auch schon wieder live jetzt hier im Studio. Ja. Oder auch nicht? Genau. Wir haben gerade technische Probleme. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter im Programm. Genau, also ich habe ja eben schon bereits angekündigt, dass wir euch heute einen Beitrag über Elektrofarmen zeigen werden. Und zwar wurde Elektrofarmen 2005 durch ein pharmazeutisches und einen medizinischen Lehrstuhl hier an der Universität des Saarlandes von Professor Hartmann und vom Geschäftsführer der KWT Axel Koch gegründet. Und der Fokus dieses Unternehmens liegt eben auf der Entdeckung und der Optimierung von Wirkstoffmolekülen. Und Elektrofarm hat auch ein eigenes präklinisches Wirkstoffentwicklungsprogramm. Und ja, also die entwickeln quasi Medikamente in Form von irgendwelchen Tabletten oder was auch immer, um quasi zum Beispiel Brustkrebs, um Menschen oder um Frauen jetzt von Brustkrebs zu heilen. Auch bei der Wundheilung, ne? Dass genau. Die Ärzte, dass sie das genau, Wundheilung heilen, da erforschen sie auch gerade nach einem neuen Mittel. Genau, weil es ist ja so, dass wenn man quasi eine Wunde hat, dann ist es so, dass dann ja ganz viele Faktoren schnell an diese Wunde kommen, um die quasi zu verschließen. Und wenn jetzt quasi diese Faktoren nicht schnell genug da sind, dann ist auch logisch, dass dann die Wunde jetzt nicht so schnell schließt. Ja. Und dass dieses Medikament, was sie da jetzt entwickeln, das soll quasi zur Wundheilung, das soll das Ganze quasi fördern. Das und die Krankheit Cushing, ne? Die soll genau, auch ja. Nachgefunden. Mhm. Aber alles weitere werdet ihr jetzt im Beitrag schauen. Genau. Hallo, wir sind heute im Starterzentrum bei Elektrofarm zu Gast bei Herr Koch, dem Geschäftsführer und Mitbegründer von Elektrofarm und dem Herr von Koppen, dem Forschungsleiter von Elektrofarm. Herr Koch, was können Sie uns denn über die Unternehmensgeschichte von Elektrofarm sagen? Elektrofarm ist eine Ausgründung aus dem Lehrstuhl für pharmazeutische und medizinische Chemie von Professor Hartmann hier an der Universität und ist ein Unternehmen, das sich im Bereich präklinische Wirkstoffentwicklung, das ist so die erste Phase der Medikamentenentwicklung, befindet. Und wir suchen also neue chemische Verbindungen, die man gewinnbringend gegen Krankheiten einsetzen kann. Und da übernehmen wir Projekte, die hier an der Universität begonnen haben, versuchen die so weiterzuentwickeln, dass sie für eine große Pharmafirma interessant sind. Und Herr van Koppen, was genau ist Ihre Aufgabe hier? Meine Aufgabe ist hier, potente selektive Verbindungen zu synthetisieren zur Behandlung von endokrinologischen Erkrankungen wie Endometriose und Osteoporose. Und diese Verbindungen müssen potent und selektiv sein und sollen dann in vivo getestet werden. Das machen wir in Zusammenarbeit mit Universitätslaboratoria und die Substanzen sollen dann verkauft werden, auslizenziert werden an größere pharmazeutische Unternehmen, die präklinische Entwicklungsaktivitäten durchführen.
Und an welchen Forschungsprojekten arbeiten Sie zurzeit genau? Wir haben eine ganze Reihe von Projekten. Ein Projekt ist im Bereich Women's Health, also Erkrankungen, die besonders bei Frauen auftreten. Da geht es um Endometriose und Brustkrebs. Dann haben wir ein anderes Projekt, das sich auf kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen bezieht. Und ein drittes Projekt im Bereich schnellere Wundheilung und Cushing-Syndrom. Und das vierte Projekt und letzte Projekt, da geht es um Osteoporose und schnellere Knochenheilung nach einem Knochenbruch. Okay. Ihr Leitsatz ist ja From Hit to Lead. Was genau können Sie dazu noch erklären? Das ist eine gute Frage. Das ist was Fachleute am ehesten verstehen. Also es ist so, dass man die erste Substanz, die an einem Target, also in Bezug auf die Heilung einer Krankheit wirkt, die nennt man Hit. Und diese Substanz hat oft noch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, die ja verursacht, weiß ich nicht, die kann toxisch sein. Und die muss man dann so weiterentwickeln, dass sie möglichst gut wirkt zum einen und dass sie möglichst wenig Nebenwirkungen hat. Und das ist dann ein Lead. Ja, und deswegen From Hit to Lead, weil unsere Hauptexpertise liegt genau in dem Bereich, nämlich diese ersten Verbindungen so weiterzuentwickeln, dass sie dann irgendwann mit möglichst wenig Nebenwirkungen beim Menschen eingesetzt werden können. Okay, dann danke ich Ihnen beiden fürs Interview und gebe zurück ins Studio. Ja, ein ganz aktuelles Thema, was ja auch dazu passt, ist das mit der Angelina Jolie. Das hast du bestimmt auch gehört. Genau, sie hat die Brüste irgendwie Affen so machen lassen. Genau, weil, sie war, glaube ich, die hat ein erhöhtes Risiko an Krebs zu erkranken. Genau, ich weiß nicht, ob ihre Mutter auch Krebs hatte oder ob das so jetzt in der Verwandtschaft lag, aber ich denke mal schon. Ja. Ja, und ich meine, man sieht das ja jetzt halt so nicht, hat die Implantate da noch drin, musste aber eben die Qualen der OP, sag ich mal, überstehen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, sowas zu machen. Ja. Also ja, finde ich auch wirklich mutig von ihr. Ja, aber im nächsten Beitrag geht es wieder um unsere individuellen Beiträge. Da habt ihr ja jetzt in den letzten beiden Sendungen schon viel dazu gesehen. Heute zeigen wir euch das Thema Studienberatung. Das hat die Natascha. Wie gesagt, die Fabienne hatte Pfarrer, ich hatte Nageldesignerin. Ja, Studienberatung, da war die Natascha hier auf dem Campus bei der Studienberatung. Warst du da auch schon mal, oder? Ja, also ich war da ganz am Anfang gewesen. Das ist auch eigentlich ganz sinnvoll, wie ich finde. Mhm. Weil man bekommt wirklich gute Tipps, die ich jetzt so normal gar nicht gewusst hätte. Gerade am Anfang des Studiums ja. Ist es wirklich sehr sinnvoll, wenn man sich über irgendwas informieren möchte. Gerade jetzt im Moment ist ja das mit dem neuen Studiengang quasi bei BWL. Man muss ja jetzt nicht mehr beide Mathe-Scheine machen. Sondern noch, glaube ich, einen oder man kann auch wählen. Genau, man oder? Kann es entweder wählen, entweder man macht den Grundlagenanwendung zusammen in einem oder man macht eben das alte Studium quasi. Da muss man dann nochmal zwei Scheine, aber ich glaube, muss man die bei Herrn Schindler machen? Nee, man kann ja bei der Frau Vogel machen. Das ist ja jetzt, da kann man sich jetzt entscheiden. Ja, es gibt noch mehr Änderungen. So genau weiß ich jetzt auch nicht drüber Bescheid. Von daher, wenn man sich dafür interessiert, sollte man zur Studienberatung gehen. Ja, im individuellen Beitrag wurde diese zum Thema Generation Z befragt. Danach äußert sich dann eine Person der Generation Z, sprich eine Person zwischen 16 und 18, glaube ich, 18 ja. Jahren zu den Aussagen und sagt eben, ob das so stimmt, was die über die Generation Z denkt oder eben nicht. Das ist immer ganz interessant. Ja, guckt es euch einfach mal an. Wir sind gerade in den Räumlichkeiten der Studienberatung. Heute befragen wir Frau Dr. Steinmann, um neue Erkenntnisse über die Generation Z zu erlangen. Guten Tag, herzlich willkommen in der Zentralstudienberatung. Hier sehen wir Frau Dr. Susanne Steinmann. Sie ist die Leiterin der Zentralen Studienberatung und schon seit vielen Jahren an der Universität des Saarlandes tätig. Viel Erfolg und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie nochmal. Vielen Dank. Erscheinen die angehenden Studenten noch persönlich zur Studienberatung oder wird alles per E-Mail nachgefragt? Bei uns in der Studienberatung ist ja der Kern wirklich auf die individuelle persönliche Beratung gelegt und da erscheinen auch weiterhin, wie gehabt, die Studieninteressierten, aber auch die Studierenden in der Beratung, weil viele Dinge einfach auch anonym und individuell gelöst werden und man im Grunde per Mail meistens eben nicht alle auch im Kontext bezogene Aspekte halt berücksichtigen kann. Insofern ist gerade ja dieses individuelle Erscheinen ganz, ganz wichtig. Ich stimme hier zu, da es wichtig ist, persönlich bei einer Studienberatung zu erscheinen. Welche Auswirkungen hat die Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master auf die Generation Z?
Wir haben natürlich mit der Umstellung auf Bachelor-Master eine neue Übergangsphase. Also wenn man so in diesen Statuspassagen denkt, hat man den Übergang von der Schule in die Hochschule, aber jetzt halt innerhalb der Hochschule ist damit natürlich eine neue Statuspassage entstanden, auf die man natürlich auch mit Beratungsangeboten entsprechend halt reagieren muss. Es ist eigentlich nochmal eine neue Phase der Orientierung, die sich anders gestaltet als an dieser ersten Schwelle. Und trotzdem ist es sozusagen an der Stelle eigentlich nochmal ein ganz neues Beratungsfeld entstanden. Dazu kann ich nichts sagen, da ich noch Schüler bin und erst in ein paar Jahren anfange zu studieren. Sind neue Studienfächer im Laufe des Generationswechsels eingeführt worden? Wir haben ja quasi mit dem großen Bologna-Prozess hier an der Universität des Saarlandes mit 2007 sehr viele neue Studiengänge eingerichtet. Also es ist quasi nicht nur die Struktur verändert worden, es sind auch insgesamt neue Studiengänge entstanden. Ein Beispiel ist auch die Medieninformatik, also um ja natürlich auch gerade diese Themen aufzugreifen oder im Masterbereich Visual Computing, das wäre ja vor 15 Jahren in der Form und in dem Ausmaß eigentlich noch nicht denkbar gewesen. Davon habe ich auch gehört, da vor einigen Wochen jemand an unserer Schule war und uns darüber informiert hat, über die neuen Studienfächer. Haben sich die Studienwünsche der Generation Z verändert? Studienwünsche, ich meine, das Angebot verändert sich, insofern ist das immer eine Frage, ja, Angebot und Nachfrage, was ist da zuerst da? Wir haben typischerweise eigentlich immer sehr, sehr viele Anfragen im Bereich Lehramt. Aber das ist sozusagen auch ein Dauerbrenner. Ganz groß kann man das eigentlich nicht sagen, dass sich insgesamt Studienwünsche halt verändert haben. Dazu kann ich nichts sagen, da ich nicht weiß, was die meisten meiner Freunde studieren möchten. Und ich selbst möchte Maschinenbau studieren. Ja, aber neben der Studienberatung gibt es ja auch noch viele andere Dinge hier bei uns auf dem Campus, wie zum Beispiel das Café Unique oder aber Bock und Seib oder es gibt noch das Edeka, die Mensa. Ja, und das Café über der Sulb, das hat ja auch ziemlich neu eröffnet. Genau. Gibt es auch ganz viele leckere Sachen. Ja, was auch noch sehr erwähnenswert ist, ist der Schwenkermann bei uns in der Nähe, der Gerd, der ist beim Philosophencafé. Also der macht angeblich die besten Schwenker. Ich bin ja Vegetarier, ich kann das ja nicht so beurteilen. Aber jeder sagt mal, die Schwenker wären super gut und da sollte man auf jeden Fall mal hingehen. Da werdet ihr auch noch einen Beitrag in 2 Wochen sehen, in unserer letzten Sendung. Mhm. Da gehen wir nämlich noch einen Beitrag drehen, weil das wirklich sehr interessant ist. Und dann seht ihr mal, was es da genau zu essen gibt und auch die Preise und Öffnungszeiten. Ja, was gibt es denn noch so? Die Mensa gibt es noch, da ja, gibt es auch immer so, ich glaube, vegetarisches Essen gibt es da auch. Hast du das schon probiert? Oder? Ja, natürlich, habe ich schon gegessen. Ich fand auch, es hat mich am Anfang auch ein bisschen verwundert, dass es extra für Vegetarier ein Menü gibt. Okay. Das wusste ich gar nicht. Ja, dann gibt es ja auch noch Schnitzel. Gibt's so für Themenwochen oder Thementage sind das? Genau, da gibt es, glaube ich, so manchmal asiatische Wochen oder was auch immer. Da gibt es so verschiedene Gerichte. Eigentlich. Und Mittwochs immer Schnitzeltag. Ja, ich glaube, das ist auch öfters. Ist öfters? Ja, ich weiß ich gar nicht so genau. Aber man kann sich ja auch ein Menü selbst zusammenstellen. Das genau. ist dann aber ein bisschen teurer wie die Komplettmenüs. Ja. Aber kann man machen, wenn man das möchte, wenn einem das lieber ist. Genau, oder wenn man jetzt auch gar nicht gerne in die Mensa geht, dann kann man auch einfach dann ins Café Unique gehen oder aber ins Edeka. Ja, genau. Und da kann man sich ja auch irgendwas für zwischendurch holen. Das sieht man auch alles noch im nächsten Beitrag. Da waren nämlich Simon und Martin mal auf dem ganzen Campus unterwegs und haben auch am Schluss alles eingezeichnet, wo ihr was findet. Von daher ist ganz interessant. Neben dem Edeka, was auch noch ist die Sulb, ne? Dann. Genau, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Bücher ausleihen will oder was auch immer, das kann man dann in der Sulb machen. Da kann man auch von anderen Unis über die Fernleihe sich irgendwelche Bücher ausleihen. Und da ist auch noch so eine Fotostelle. Da könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Seminararbeit gerade geschrieben habt oder eine Abschlussarbeit, da könnt ihr das dann dort drucken und auch binden lassen. Und ja, aber das seht ihr jetzt eigentlich noch im nächsten Beitrag. Herzlich willkommen, liebe Orga-TV-Zuschauer. Wir haben heute eine kleine Campusführung mit euch vor. Direkt hinter mir seht ihr das Café Unique. Es ist ein sehr beliebtes Café, direkt im Zentrum der Universität. Und hier bekommt ihr eigentlich alles rund um Kaffee, alles was mit Kaffee zu tun hat. Und gutes Essen, gutes Trinken, nette Bedienung, was wollt ihr mehr? Hier stehen wir vor dem Gebäude A44, dem Campus-Center der Universität.
Hier findet ihr unter anderem die zentrale Studienberatung vor, das Kartenbüro, wo ihr eure Karte validieren lassen könnt und auch weitere Büros, wenn ihr ein Auslandssemester plant. Hier bei Bock und Seib, dem campuseigenen Schreibwaren- und Bücherladen, findet ihr eigentlich alle Bücher, die ihr für euer Studium braucht, sowie auch Schreibwarenzubehör, also Blöcke, Stifte und was man halt sonst zum erfolgreichen Studieren braucht. So, wir sind jetzt hier im Unimarkt auf dem Campus. Der Unimarkt ist direkt neben dem Bock und Seib. Ihr müsst also gerade einmal ums Eck gehen. Wie ihr seht, ist hinter mir die Theke schon prall gefüllt mit allerlei Leckereien, Brötchen, Muffins, Süßigkeiten und was auch sonst so dazugehört. Ihr könnt hier aber auch einfach nur einen Kaffee trinken gehen oder wie in einem ganz normalen Supermarkt einkaufen gehen. Wir sind jetzt hier in der Mensa. Hinter mir seht ihr die Aufgänge zu den verschiedenen Essensstationen. Über meiner rechten Schulter seht ihr die Flatscreens, auf denen ihr das tägliche Menü immer entnehmen könnt. Heute gibt es zum Beispiel das Komplettmenü Schnitzel. Es ist so, dass es einfach jeden Tag ein Komplettmenü gibt, für das ihr 2,60 Euro bezahlt. In dem Komplettmenü ist dann eine Vorspeise, ein Salat, eine Nachspeise und ein Hauptgang enthalten. Zu meiner Rechten direkt seht ihr das Mensa-Café, also seht ihr jetzt nicht, aber befindet sich das Mensa-Café. Da könnt ihr sogar dann auch noch zu Abend essen. Hier sind wir in der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek oder auch kurz der SULB. Hier könnt ihr, falls ihr mal eine Abschlussarbeit oder Seminararbeit schreiben müsst, Bücher ausleihen gehen oder eine sogenannte Fernleihe machen. Des Weiteren gibt es hier auch eine Fotostelle, wo ihr allerlei kopieren, scannen und drucken könnt. Wenn ihr mal eine Pause machen wollt, könnt ihr auch in den ersten Stock gehen. Da gibt es noch einen Kaffee, das heißt Starbucks-Kaffee, könnt ihr auch einen guten Kaffee trinken gehen. Im Lesesaal der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek könnt ihr euch zum Lesen oder Lernen zurückziehen und euch einen Arbeitsplatz reservieren, um Abschlussarbeiten zu schreiben. Damit ihr unsere einzelnen Stationen auch sicher findet, haben wir sie euch hier noch einmal auf dem Lageplan markiert. Und hiermit schalten wir zurück ins Studio. Ja, jetzt habt ihr gerade eben mal einen kleinen Überblick über unsere Uni hier erhalten. Was jetzt allerdings nicht gezeigt wurde, war das Philosophencafé. Das ist gegenüber vom Sprachenzentrum genau, aus, ne? Genau, ja. Und ja, da seht ihr auch gleich noch einen Beitrag dazu, wo der Johannes von uns ein Interview mit einem Philosophen geführt hat. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Hast du überhaupt schon Philosophie? Muss ja jeder BWL-Student mal belegen. Genau. Hast du das schon gemacht? Oder? Ja, ich habe das jetzt im letzten Wintersemester gemacht. Da hatte ich Wissenschafts- und Erkenntnistheorie belegt. Und was gibt's da alles? Da kann man ja wählen, aber ich kenne mich da noch gar nicht so genau aus. Also es gibt Ethik kann man belegen, Sprachphilosophie und Logik heißt das andere und Wissenschafts- und Erkenntnistheorie, das habe ich belegt. Wobei, da ist es so, dass man zwei Klausuren schreiben muss. Also in den anderen beiden Fächern... Warum muss man da zwei Klausuren schreiben? Das ist ja, weil das quasi zwei verschiedene Module sind. Aber ist ja eigentlich ziemlich viel Aufwand, oder? Ja, eigentlich schon. Aber was ich eigentlich ganz gut fand, da gab es halt immer solche Tutorien. Und da wurde halt auch für BWLer quasi das Ganze nochmal der Stoff von der Vorlesung vertieft. Weil ich meine, wenn man als BWLer da hinkommt, da... Und das gibt es bei den anderen nicht, bei den anderen beiden Alternativen? Nee, soweit ich weiß, gibt es das dann nicht, weil... Also, war das dann auch der entscheidende Punkt, warum du dich jetzt dafür entschieden hast, das zu machen, oder? Nee, das lag gerade... Das hat in meinen Stundenplan gepasst. Ach so, okay. Und dann... Weil ich muss mich ja noch entscheiden, deshalb... ich weiß ja noch gar nicht, was da so am besten sein soll und so. Ich habe mich da noch gar nicht so umgehört, deswegen frage ich. Ja, also ich meine, war schon ganz okay, sage ich jetzt mal. Ich bin froh, dass ich das jetzt auch bestanden habe und da nicht mehr hin muss. Aber ist es aber nicht so einfach, wie man sich es vielleicht vorstellt. Weil nee, ich meine, weil als BWLer, da hast du ja mit Philosophie, hat man ja gar nichts so am Hut, sage ich jetzt mal. Und da kommt man dann dahin und dann... So ähnlich wie die Rechtklausuren, da war das genau. Ja auch so. Genau, ja. Wobei, das fand ich jetzt noch einfacher im Vergleich zu dem hier. Ich aber ich werde es ja auch sehen. Ja, genau. Ja, aber jetzt seht ihr auch schon den nächsten Beitrag. Da habe ich eben schon gesagt, hat der Johannes mit dem Philosophen ein Interview geführt. Und das Ganze hat dann wieder ein Vertreter der Generation Z kommentiert. Und das hat er dann im Splitscreen, hat er das Ganze dann jetzt dargestellt. Ein Philosoph, was ist das eigentlich? Aristoteles und Plato. Große Philosophen der Antike sind heute noch vielen ein Begriff. Was jedoch zeichnet einen Philosophen in der heutigen Zeit aus? Jean-Jacques Rousseau schrieb schon: Das Gewissen ist der größte Philosoph,
da ein Philosoph immer jemand ist, der etwas wissen möchte. Um fundierte philosophische Antworten über junge Menschen zu erhalten, ist es sachdienlich, einen studierten Philosophen aufzusuchen. Inwiefern hat sich nach Ihrem Dafürhalten die Einstellung junger Studenten in Bezug auf ihr bevorstehendes Berufsleben geändert? Ich kann ja nur für die Philosophiestudierenden sprechen und dort muss ich einfach sagen, dass ich keinen Unterschied zu früher feststelle. Ich glaube, das liegt daran, dass man Philosophie nicht wegen der besonderen Berufs- und Verdienstmöglichkeiten studiert. Kleine Ausnahme mag das Lehramtsstudium bieten, wo man immerhin einen relativ sicheren Job hat. Wer studiert denn heute noch Philosophie? Damit kann man doch nichts anfangen. Welche Veränderungen konnten Sie hinsichtlich der Arbeitsmoral bei jungen Studenten in den letzten Jahren feststellen? Die Studierenden beschäftigen sich weniger eigeninitiativ mit Philosophie über die formal erforderlichen Seminare und anderen Veranstaltungen und die dafür notwendige Literatur hinaus. Das ist allerdings auch verständlich, weil die formalen Anforderungen einfach deutlich höher sind als in den früheren Magisterstudiengängen. Man studiert ja, um später einen guten Job zu bekommen. Und bei Philosophie macht das einfach nicht so den Sinn. Welche qualitativen Merkmale haben sich innerhalb der Teamfähigkeit junger Studenten verändert? Dort habe ich keinen Unterschied feststellen können. Ich kann nicht wirklich sagen, ob es keinen gibt. Ich zumindest habe keinen feststellen können. Gerade durch soziale Medien wie Facebook-Gruppen wird heutzutage die Kommunikation erhöht und die Teamfähigkeit verbessert. Worin sehen Sie Schwierigkeiten, junge Studenten für Philosophie zu begeistern? Ich kann nur für die Philosophie an der UDS sprechen. Dort, denke ich, gibt es drei Gründe. Zum einen, Philosophie ist hier anders, als man landläufig annimmt. Insbesondere, es geht nicht um Fragen wie den Sinn des Lebens, es ist kein Gelaber und es hat auch nichts damit zu tun, was etwa Precht oder Sloterdijk im Fernsehen von sich geben. Zweiter Grund ist, die Themen sind komplex und die Theorien auch und sehr voraussetzungsreich. Man kann also nicht einfach mitreden. Drittens, Philosophie hier ist an der Grenze zwischen Natur, formaler Wissenschaft und Geisteswissenschaft und es gibt nicht viele, die Talent für alle diese drei Dinge haben. Philosophen, das sind doch diese alten Griechen mit den weißen Bärten. Welchen Wandel erkennen Sie für die Philosophie im Hinblick auf die virtuellen Kommunikationsmöglichkeiten? Zum einen ist natürlich die Möglichkeit, sich zu informieren, Veröffentlichungen einzusehen etc. viel größer. Zweitens kann man Ideen schneller austauschen. Ich sehe allerdings auch eine Gefahr, nämlich dass aufgrund der Informationsflut doch die Konzentrationsfähigkeit auf ein Thema über längere Zeit nachlässt. Ja, damit hat er recht. Es hat halt Vor- und Nachteile. Man hat zwar mehr Informationen, aber manchmal ist es auch schwierig, die wichtigen Informationen rauszufiltern. So, das war ja ein sehr interessanter Beitrag, auf jeden Fall. Mal interessant zu hören, was so ein Philosoph über die heutige Jugend denkt. Eigentlich sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung. Nächste Woche wird ganz interessant. Wir haben nämlich einen Beitrag über Jagger gemacht. Das wird den meisten von euch jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Was ist das eigentlich? Ja, also erstmal, also das ist eine Sportart eigentlich. Okay. Kommt von einem Science-Fiction-Film. Die meisten denken wahrscheinlich, dass es so eine Mittelalter-Sportart ist, aber gar nicht so. Also wie gesagt, es kommt aus so einem Film. Ja, die haben dann so Waffen, also man kann sich eigentlich nicht wehtun. Sieht vielleicht manchmal brutal aus, aber man kann sich wirklich nicht wehtun. Mhm. Ja, genau erklären ist jetzt gleich ein bisschen schwer. Da guckt man sich, außerdem will ich ja noch nicht so viel verraten. Ja. Der Beitrag, der ist nämlich ziemlich interessant. Ein Teammitglied von uns, der Thomas, der hat da auch ein bisschen mitgekämpft für euch. Ja, und das war auch gar nicht, also war auch ziemlich anstrengend. Ne? Ich meine, es ist ja im Moment auch warm, aber wer sich dafür interessiert, kann auch gerne mittrainieren. Die trainieren nämlich sonntags immer in Saarbrücken, da am BFM Beach gegenüber. In oder, diesem Park, oder? Ja. Stadtpark ist das, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall da irgendwo. Und in Homburg bzw. Schwarzenbach trainieren die auch, wenn ihr jetzt nicht direkt aus Saarbrücken kommt, nämlich am Sportplatz. Aber das seht ihr dann nächste Woche alles ganz genau. Auf jeden Fall einschalten, weil das ist wirklich sehr interessant und sehr lustig. Kann ich euch nur bestätigen. So, ja, und dann haben wir noch... Genau, vor zwei Wochen... Oder nee, letzte Woche war das, ja. Da war eine Korfu-Konferenz hier bei uns an der Uni. Da ging es allgemein um Hochschulstrukturen. Da waren verschiedene Vertreter aus Australien und Afrika, Südamerika, was auch immer. Ja. Und ja, da haben sie darüber diskutiert, was man verbessern kann und was zukünftig ja geändert werden sollte. Und natürlich noch der Fechtbeitrag. Genau, ne? Fechten. Auch ganz interessant, wie ich finde. Aber schaut euch einfach nächste Woche an, schaltet ein um 18.18 Uhr, wenn es wieder heißt OrgaTV. Genau. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.